So, zuallererst möchte ich einen Bezug nehmen. In vielen Büchern steht am Anfang immer so ein Vorwort. Und ich möchte auch eine Vorbemerkung machen, weil ich hier Dinge erzählen werde, die für viele überraschend sind. Vor allem hinsichtlich dessen, was ich darüber weiß. Deswegen eine allererste Frage hier in den Saal hinein. Wer glaubt, dass der Mensch eine Seele hat? Arm hoch. Ziemlich viel. Gut, zulässig ist auch, dass daran nicht zu glauben. Wer hat damit sein Problem? Aha, toll. Jetzt kommt die viel schwierigere Frage. Wer glaubt, dass die Seele ein additives Gedächtnis über viele Leben hat? Ihr seid ja alle geistig erwacht. Ja, toll. Die Frage war nicht ohne Grund. Ich habe die seit Jahren gestellt. Das erste Mal war das in Wien auf einem Kongress. Da waren etwa 350 Leute und bis auf ganz wenige haben das alle bejaht. So, inzwischen ist die Zeit vorangeschritten. Immer mehr Menschen werden geistig wach, immer mehr Menschen sind neugierig geworden, wollen mehr wissen und ein bisschen mehr, als was in der Zeitung und in den Medien steht. Ja. Verblöden kann man sich alleine, da muss man nicht unbedingt danach schauen. So, ich habe eine alte Seele, eine sehr, sehr alte. Zum Glück sehe ich nicht so alt aus, wie ich eigentlich bin. Ja. Ist ein Vorteil der Seele. Das Thema ist, dass ich mit Ägypten sehr viel zu tun hatte. Sehr, sehr viel. Und ihr werdet auch dann bei den Ausführungen merken, dass das nicht einfach so dahergeredet ist. Wenn man sich mit Ägypten beschäftigt, sollte die Seele einen ganz tiefen Bezugspunkt haben. Und ich weiß, ich war in der Planung dabei, aber nicht im Irdischen. Die gesamte Planung ist nicht hier auf der Erde vorgenommen worden, sondern einer viel höheren kosmischen Dimension in einem anderen Sternensystem, was meine Heimat war. Und als wir hierher gekommen sind, haben wir die Dinge realisiert. Es gibt natürlich immer wieder Fragen von Einzelnen, ja, wie habt ihr das gemacht und warum, weshalb, weswegen. Es ist schwierig, ich gehe auf bestimmte Dinge ein. Also lasse ich mich jetzt erstmal davon befreien. So, gehen wir jetzt mal in den Vortrag hinein. Es sind ja hier einige dabei, die mit mir schon in Ägypten gewesen sind. Andere werden es auch schon gewesen sein, die ich nicht persönlich erkenne. Aber mal die Frage, wer war schon in Ägypten im Gizeh-Plateau? Doch einige. Aber es ist immer angebracht, mal zu zeigen, wie es dort aussieht und wie dieser Moloch Kairo da im Hintergrund die ganze große Fläche in der Ebene einnimmt. Von hier aus, auch von dem Bild im Rücken, ist mittlerweile auch schon viel gebaut worden, eine Riesenstadt inzwischen. Man baut wie weltmeisterlich. So, und insgesamt geht man davon aus, dass es über 20 Millionen Menschen sind, die in dem Umfeld einschließlich Kairo leben. Ich würde selbst gerne noch einmal eine Zeitreise machen und zurückschauen über das, wie es früher ausgesehen hat, auch das Grün und die komplette Form der Pyramiden. Aber das werde ich mir aufheben müssen, wenn ich hier die Erde verlassen habe, denn die Seele hat das in ihrem Speicher noch enthalten. So, schauen wir uns mal das Gizeh-Plateau von oben an. Und noch einmal seht ihr die Pyramiden und dann gibt es zwei Dinge, die mit Gräbern zu tun haben. Das sind die Mastabas und die Arbeitergräber. Zu den Mastabas möchte ich sagen, ich formuliere immer, es sind Göttergräber. Dort ist so eine Präzision und in einer Größe gemacht worden,
die für uns unvorstellbar ist. Und die Arbeitergräber, das genau entgegengesetzte Teil davon, von der Geometrie. Ich gehe darauf gleich ein. Hier erst einmal in der Mastaba. Ich stehe davor, man sieht also gewaltig große Steine. Da wiegt einer schon in die Tonne oder sogar noch drüber. Und das sind jetzt noch kleine Steinchen. Die größten Steine hat man vermessen an dem Tempel vor der Schäferenpyramide und im Taltempel. Das war eine deutsche Expedition aus Leipzig, die Siglin-Expedition. Und sie geben an, dass am Taltempel der schwerste Stein anhand seiner Abmessung eine Größe gehabt haben muss oder ein Gewicht gehabt haben muss von ungefähr 180 Tonnen. Das sind zwei Diesellokomotiven. Ich würde sagen, da braucht man mehr als vier Leute, um die zu transportieren. Und an dem Tempel vor der Schäferenpyramide sind es sogar 420 Tonnen. Also rund vier Diesellokomotiven. Das übersteigt eigentlich unser Vorstellungsvermögen über Gewichte, mit denen man operiert hat, mit einem Fugenabstand bei Kalkstein etwa Fingernageldicke und bei Granit etwa ein Zehntel Millimeter und noch weniger. Hier noch eine andere Mastaba und man sieht, die sind schon groß, es ist noch eine von den nicht ganz großen. Ich habe mir dort die Mühe gemacht, auch einmal die einzelnen Steinreihen genauer zu beleuchten und zu vermessen. Festgestellt, jede Steinreihe hat eine andere Höhe. Auch wenn es zum Teil nur um wenige Zentimeter im Unterschied geht. Und dann kann man auch genau erkennen, dass verschiedene Steine schräg an den Kanten sind. Es sind also Unikate. Jeder Stein hat eine andere Form. Und wenn ich mal jetzt einen Vergleich anstellen dürfte, stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen, gehen zum Architekten, erklären ihm Ihre gesamten Vorstellungen, wie das so aussehen soll und so weiter. Dann werden Sie eines Tages eingeladen und der Architekt stellt Ihnen das Projekt auf dem Computer vor. So, Sie sind einverstanden und Sie haben dann zum Schluss, bevor wir unterschreiben, noch eine kleine Sache. Ich habe noch eine Nebenbedingung. Wenn der Baubetrieb das realisiert, dürfen nicht zwei Steine gleich groß sein. Es müssen alles Unikate sein. Und der Architekt fängt an, finster zu lächeln und fragt sich, ob der Mann noch normal ist. Weil das in der heutigen Zeit undenkbar ist. Aber in dem Beispiel ist noch etwas anderes verborgen. Ein Architekt schafft das Haus energetisch auf dem Computer. Es ist theoretisch nur energetisch vorhanden. Und so wurde das mit den Pyramiden und dem gesamten Gizeh-Plateau ober- und unterirdisch gemacht. Es gab, also wenn wir das so salopp formulieren würden mit unserem heutigen Sprachgebrauch, dann haben wir einen USB-Stick mitgenommen und energetisch die energetische Form gehabt. Man hat mir auch gesagt, macht dir keinen Gedanken darüber, wie ihr das realisiert habt. Du lebst jetzt in dieser enormen Begrenzung der dritten Schwingungsdimension und vieles kannst du nicht verstehen, weil du aus einer viel, viel höheren Schwingungsdimension kommst. Den einzigen Vergleich mit der energetischen Form kann man verwenden, aber mehr auch nicht. So, hier ein paar Aussagen zu diesen Mastabas. Im Plateau gibt es unterschiedlich große. Die größte ist unfassbar. Die Maße, die ich hier angegeben habe, sind ungefähr, also nicht exakt messbar, weil viele zerstört sind. Aber das größte hat ungefähr eine Fläche von 12.960 Quadratellen, aber sakrale Ellen. Das sind umgerechnet rund 5.236 Quadratmeter. Das ist etwa die Größe von einem reichlichen Viertelstadion. Ein Viertel bis ein Drittel Stadion. Wer braucht solche großen Gräber? Ja? Also beim besten Willen, die Götter waren nicht so groß, aber
Die Frage ist, warum tut man die nicht freilegen? Warum tut man nicht untersuchen, was unterirdisch da noch verborgen ist? Man sieht von Satellitenbildern, dass es Öffnungen gibt, die früher Grabräuber angefertigt haben. Und ich kenne nur ein einziges Grab, das ist ein kleines noch, was zwischen zwei Mastabas steht, was man in diesem Bereich untersucht hat. Alles andere wird nicht gemacht. Hat man da Angst, dass man auf Dinge stößt, die die gesamte Geschichte vielleicht auf den Kopf stellen könnten? Ja? Demgegenüber sind die Arbeitergräber natürlich abstrakt weit entfernt. Das sind Unterschiede wie zwischen der Erde und dem Sternbild Orion. Sie sind eigentlich nur drei Viertelmeter, einen Meter tief gebuddelt, der Leichnam dort hineingeschmissen und wieder Dreck drauf. Diese Arbeitergräber stammen nicht vom Bau der Pyramiden. Sie stammen aus der Zeit, wo die Pyramiden zerstört worden sind und vom Abbruch. Ja. Denn angeblich war das ja ein hochheiliger Bereich und die Ägypter gehen ja heute noch davon aus, dass es Grabmäler waren. Also wir würden heute sagen Ehrenfriedhof. Und dass dann Arbeiter da drinnen der einfachsten Form beerdigt werden, schließt sich auch unserem heutigen Denken aus. Über das Thema könnte man noch eine ganze Menge mehr sagen, aber das ist nicht Ziel dieses Vortrages. Ich möchte vielmehr darauf eingehen, dass es Zusammenhänge gibt, die ungewöhnlicher Art sind und die jetzt vorbereiten sollen mit einigen Bildern, dass dort ein paar andere Prämissen angesetzt worden sind in der Planung. Alle drei Pyramiden, einschließlich Taltempel und Sphinx, befinden sich in einem geometrischen Raster über unterschiedliche Höhen hinweg. Und das Bemerkenswerte ist, dass das nach Prinzipien des Satzes des Pythagoras so funktioniert. Ich habe hier in dem Bild rechts diese Formulierung angezeigt, diese mathematische. Und wenn man diese Maße zusammenzählt, kommt man auf 5280 sakrale Ellen, nicht Königsellen. Und da es kosmische Maßsysteme gibt, auf die gehe ich gleich anschließend ein, kann man das umrechnen in Zoll. Und dann sind das 132.132. Diese Zahl könnt ihr euch merken. Viele andere könnt ihr euch sowieso nicht merken, weil viel zu viel es an Material gibt, was übergreifende Zusammenhänge hat, wo man sich tiefer damit beschäftigen muss. Hier sei noch erwähnt, dass die Nord-Süd-Ausdehnung 1440 sakralen Ellen hat. Und die Zahl 1044 ist eine ganz besondere. Viele werden sie kennen. Wer weiß damit nicht umzugehen oder hat keinen irdischen Bezug? Alle? Das wäre erstaunlich. Oh ne, doch, einige. Also zumindest die einfachste Form wäre, der Tag hat 1044 Minuten. Übrigens, die gesamte Zeitplanung ist nach kosmischen Parametern gestaltet worden. Aber primär hat sie etwas aus einer kosmischen Ordnung zu tun. Und als ich vor über 20 Jahren das erste Mal über Ägypten schreiben wollte, hat man mir eine Bremse auferlegt und gesagt, nein, das geht noch nicht, du musst erst kosmische Ordnung kennen und beherrschen. Ich bin dann auf einen Satz gestoßen, der sehr beeindruckend für mich war. Ägypten ist die Widerspiegelung des Himmels und der ganzen himmlischen Ordnung. Und das habe ich inzwischen zu 100% verstanden. Die 1044 kann man ableiten aus einem Schwingungsmuster, was am Ur-Ur-Ur-Anfang entstanden ist. Und wenn Wissenschaftler immer noch denken, die dritte Dimension, in der wir leben, sind drei tote Striche, x, y, z Koordinaten, dann frage ich mir, und wo haben wir dann die Gefühle, wie können die entstehen? Man muss solche Achsen mit einer Schwingung überlagern. Erst dann kann man erklären, wieso wir als Menschen uns freuen können, ärgern können,
bei einem Menschen, den wir lieb haben, eng umarmen können und jemand anderen gerne in den Hintern treten wollen. Ja? Also Schwingungen haben das Primat. Und ich habe festgestellt, dass diese ganzen Professorengilde der Atomphysiker, die sich mit kosmischer Ordnung beschäftigen, eigentlich nur mit der Entstehung, Ordnung gleich gar nicht, nicht einmal das Thema der Schwingung richtig verstanden haben oder erklären können. Und wenn man die verschiedenen Theorien sieht, stellt man fest, die sind untereinander nicht kompatibel. Die eine Theorie schließt die Theorie des anderen Professors aus und von denen, die ich alle untersucht habe, passen keine zusammen. Dann ist doch wohl die Frage berechtigt oder die Aussage, dann können doch nicht alle recht haben. Und die nächste Frage wäre, hat einer überhaupt recht? So, das sind nochmal die zu den genannten Zahlen. Die 132 habe ich eben erwähnt. Das Gizeh-Plateau besteht nur aus einer Ordnungsstruktur, die faszinierend ist. Die Cheops-Pyramide steht in einem Rechteck, was nur geringfügige Abweichungen hat. 363 mal 364 sakrale Ellen. Rauskommt 132.132 Quadratellen. Das ist schon wieder so etwas, was ungewöhnlich ist. In einer anderen Maßeinheit, für ihn waren es ja 12. Und diese 132 mal 2 sind 264. Und dort ist verborgen die geheime Kammer, die es in der Cheops-Pyramide noch gibt. Eine von verborgenen Kammern. So, mehr will ich jetzt dazu erstmal nicht sagen. Ich habe draußen gleich am ersten Tisch unter anderem einmal dieses Heft, das gelbe Heft, die kosmische Ordnung der Maßsysteme. Das ist für diejenigen, die es etwas genauer wissen wollen. Dort ist eine Beweisführung angeführt, dass die Maßsysteme, die Urmaßsysteme, die wir Menschen haben, niemals vom Menschen erfunden worden sind. Und ein Professor für Mathematik hat mir dann sogar den Beweis geliefert, dass man aus dem Urzoll, der eine mathematische Größe besitzt, Pi ableiten kann, so wie wir es in der Mathematik kennen. Das ist aber noch lange nicht alles. Ich gehe da nicht im Detail drauf ein, will nur anführen, amerikanische Freimaurer haben heute noch in ihren Unterlagen stehen, dass der amerikanische Fuß auf Basis einer Formel begründet worden ist. Eine Formel? Wer kommt auf so eine verrückte Idee, eine Formel zu verwenden? Und in dieser Formel ist eine Verdopplungsfolge enthalten, die in diesem Heft auch erklärt ist. Und wenn man daraus ableitet den Zoll, das Fuß ist nämlich 12 Zoll und das Maß oben durch 12 geteilt, und nicht in Meter, sondern Zentimeter, ergibt 1 durch 0,3937. Und rechnet man das aus, dann gibt es eine Potenzfolge. Die Nullen habe ich mal weggelassen, weil die das Prinzip nicht ändern. Und man hat mit diesem Zoll eine Mathematik, die schon weit, weit, weit über unser aktuelles Verständnis über Maßsysteme hinausgeht. Und davon ableitet eine sakrale Elle, die Engländer und Amerikaner unterschiedlich festgelegt haben und eine doppelte Verdoppelungsfolge enthält. Auch das ist bemerkenswert, weil hier immer zwei Zahlengruppen sind mit Plus und Minus. Und dass das noch viel, viel, viel weiter führt, steht da drin. Aber die letztendliche Konsequenz ist, dass der Zentimeter, der als Umrechnungsfaktor gilt, die Basis bildet und folglich viel älter ist, als wir uns vorstellen, viel älter als unser Sonnensystem. Da rüttle ich an Grundfesten. Und ich wollte einmal wissen, wie Gott den Zentimeter festgelegt hat. Das mache ich nicht jetzt, das mache ich zum Schluss. Für den Fall, dass das ein bisschen untergehen soll, erinnert mich daran. Das ist eine ganz wichtige Aussage, was dahinter verborgen ist. So, noch eine andere.
Grafik, wo man sieht, dass die 1440 was Besonderes sind. Und die Sphinx teilt das Gizeh-Plateau-Verhältnis 2 zu 3. Daraus könnte man zum Beispiel ableiten, in Mykerinus und Chephren-Pyramide sind zwei Meistergrade eingeweiht worden, in den 11. und 22. Über das ganze Thema werde ich in Bayern in 4 Wochen einen Vortrag halten. Ich hoffe, dass er auch im Internet dann verfügbar ist. Und werde zeigen, dass das, was Freimaurer heute noch wissen, so dürftig ist und so luziferisch, muss man sagen, dass es eigentlich entsetzlich ist, dass die sich immer noch einbilden, sie sind die den Profanen, dem normalen Bürger überlegen. Ich habe führenden Freimaurern schon gesagt, wisst ihr, ihr seid schon längst links und rechts überholt worden und ihr seid eigentlich die Profanen. Ja? So, dann der Taltempel hat auch seine Berechtigung in der Lage, er teilt das Gizeh-Plateau in Verhältnis 1 zu 2. So, und wenn man das jetzt alles ein bisschen genauer nochmal beleuchtet, diese Proportion 2 zu 3 ist ganz entscheidend, nämlich dann ist der südliche Teil von der Sphinx bis zu dem unteren Raster 576 sakrale Ellen oder ihr seht 144.144 Zehntel Zoll. Wieder plus minus. Und der nördliche Teil, diese andere Zahl, die ihr lesen könnt. Das Erstaunliche ist, dass zum Beispiel die Cheops-Pyramide und auch andere Dinge mit diesen Zahlen verknüpft sind, wie zum Beispiel das Pentagramm. Die Verbindung der beiden oberen Punkte genau 144 Grad und der südliche, also der untere Abschnitt 216 Grad, zusammen 360. So, und bei der Cheops-Pyramide, die besaß ursprünglich 144 Steinschichten im äußeren Aufbau und 216 im inneren. Was soll damit ausgedrückt werden? 144 ist eine Meisterzahl. Sie wurde in der Cheops-Pyramide erreicht im 33. Grad auf einem 111 Königsellen langen Weg. Diese Einweihung, ich hatte die Planung ja mitgemacht, aber ich musste im Irdischen noch einmal alle 33 Grade absolvieren und weiß demzufolge genau, was alles gemacht worden ist und vor allem in den Pyramiden. So, noch eine Zahl dazu. Mexiko in Teotihuacan besitzt die Mondpyramide eine Länge von 144 Hunab und die Sonnenpyramide eine Länge von 216 Hunab. Ein Hunab ist ungefähr 1,05 Meter und ein paar Kommastellen danach. Die Frage ist, wieso haben in anderem Maßsystem andere Völker das Gleiche zum Ausdruck gebracht? Die 216 kann man auch interpretieren. Dadurch, dass das Dezimalsystem kosmisch erschaffen worden ist, was ich in einem Buch über die kosmische Ordnung erklärt habe, wie das funktioniert, kann man auch sagen 200 plus 16. Und 200 ist eine ganz leicht zu interpretierende Zahl, nämlich mit der 2. Und die kommt in der Königskammer massiv vor, weil der Eingang schon 2 Königsellen breit ist, die Kammer 20 Königsellen lang ist, 20 Steine im Fußboden hat, bei einer Breite von 10 Königsellen sind das 200 Quadratellen Grundfläche und die Kammer hat bei 11,1 Königsellen Höhe ein Rastervolumen von 2220 Kubikellen. 2, 2, 2. So, und die 200 haben also etwas zu tun, dass man auf einem Weg ist mit einer höheren Erkenntnis, die man bereits besitzt. Man ist also nicht mehr so ein ganz einfacher, kleiner Priester, sondern man hat über viele Einweihungsstufen ein höheres Wissen und ein höheres Bewusstsein erlangt. Und die 16, das ist nochmal ein Geniestreich,
Sie ist eine Zahl, die man ableiten kann aus heiliger Geometrie. Das ist eine etwas längere Geschichte, da müsste ich auf mein Buch verweisen. Hat aber etwas zu tun, wie eine allererste energetische Zelle im Kosmos lebensfähig wird. Und wie alle Zellen in unserem Körper, die eine Membran besitzen, dasselbe Prinzip enthalten. Und wie die Erde auch nach diesem Prinzip energetisch aufgebaut ist. Die 16 ist so etwas wie einen geistigen Durchbruch zu erzielen, um lebensfähig zu werden oder in einem anderen Sinne, um höhere Erkenntnisse zu gewinnen, um die höhere Einweihung zu bekommen. So, noch eine Grafik und die ist ein Geniestreich. Alle drei Pyramiden stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Ich will nur auf das Wesentliche eingehen, auch wenn ich die anderen Zahlen, die ja vielleicht dann später noch einmal im Vortrag im Internet verfolgen könnt oder nochmal nachdenken könnt. Die Schäferin-Pyramide hatte ein Pyramidion, was so aussah. Oben gibt es tatsächlich eine Asymmetrie, wo die Ägyptologen formuliert haben, na, da haben sie es wohl doch nicht geschafft, das ganz gleichmäßig nach oben zu bekommen. Das ist vollkommener Unsinn. Dieses Pyramidion hat oben eine sakrale Elle Ausdehnung, eine einzige. Und damit ist diese 936 von Achse zu Achse, Mykerinus und Cheops-Pyramide im 2:3-Verhältnis teilbar, wenn man die eine rausnimmt. 936 ist übrigens die Zahl, die Tesla als die entscheidende Zahl benannt hat, die, wenn man diese kennt, dass man da in kosmisches Wissen eindringt. Ist mir weitgehend bekannt, aber lassen wir mal weg. Jetzt sind diese 2:3-Teilung aber so, da habe ich in dunkelblau zwei Flächenangaben. Wenn man die also ausrechnet, kommt eine Fläche raus von links 204.204. Ist optisch erstmal schön, aber hat einen Sinn. Es sind die Tiefe, die vom Taltempel aus unterirdisch in die Tiefe gehen. Das sind rund 130 Meter. 130, das steht heute unter Wasser. Das verweist schon auf Zeiten, wo die Pyramide und der ganze Wasserstand mit auch dem Mittelmeer viel, viel tiefer gewesen sind. Die 306 ist der oberirdische Anteil, der bis zu dem Sattel von diesem Pyramidion geht. 306 vom Taltempel aus. Und das energetische Pyramidion hat auch seine Bedeutung, eine Größe. Lassen wir jetzt mal weg. Es ist wieder unfassbar, was hier alles verborgen ist an Wissen. Also merken sollten wir uns, unterirdisch hat auch eine Ausdehnung von rund 130 Metern. Und dort gibt es noch ein besonderes System von Gängen und von Kammern, die Richtung Sphinx auch führen und die zu allen drei Pyramiden führen. Das sind viele Dinge verschlossen. Ich kenne verschiedene Eingänge, aber das ist nicht erlaubt, aktuell darauf einzugehen. So, dann gibt es im Internet von manchen die Aussage, ja, die Pyramide hat 8 Seiten. Ich sage, das ist nicht ganz korrekt, denn die Basis ist absolut linear, hat man festgestellt. Da gibt es keine Einbuchtung. Die Einbuchtung gibt es etwa in der Höhe des Eingangs. Und dadurch entstehen auf jeder Seite ein kleineres unten an der Basis und 2 in der Seitenfläche, zusammen 12. Und da sind wir bei einer Zahl, die mit dem Kosmos sehr viel zu tun hat, mit fraktalen Aufbau energetischer, super energetischer Felder. Und daran erkennt man, dass hier etwas gemacht worden ist, um besondere Aussagekraft zu finden, aber besondere Energien auch. Denn es geht bei dieser Einbuchtung darum, Energien zu beschleunigen, die von Norden herkommen und auch als Erdenergien.
und die zur Spitze geführt werden zu einem Pyramidion, was relativ klein war. Auch da werden wir noch eingehen. So, jetzt einmal für diejenigen, die noch nie eine Vorstellung von der Cheops-Pyramide hatten. Es ist ein inneres System, so wie es aktuell bekannt ist. Touristen dürfen in die große Galerie bis da hoch, bis auch in die Königskammer. Dann ist noch eine Horizontalpassage hier angegeben zur Königinkammer. Die ist am Anfang bereits mit einer Eisentür verschlossen. Und dann ist noch eine Tür verschlossen, wo es in das unterirdische System hineingeht und in die Felsenkammer kommt. Ich bin in allen Systemen schon mehr als 20 Mal gewesen und auch mehr als 20 Mal schon in dem Sarkophag, wo besondere Dinge entstehen und passieren. Jetzt möchte ich nochmal zu dem originalen Eingang kommen. Das sind zwei riesige Deckenbalken, die ungewöhnliche Gewichte haben. Da kommt man schnell über 40 Tonnen zusammen. Ja, und es ist alles zerstört, massiv zerstört, weil es leider immer Deppen gibt, die denken, man muss zerstören. Aber es ist noch etwas. Es gab vor etwa 22.000 Jahren, und da standen die Pyramiden schon, einen Krieg der Götter. Und da ist viel zerstört worden, unter anderem die ganzen Tempel. Es gab insgesamt 7 Tempel im Gizeh-Plateau. Wissen viele gar nicht. Wo zu jeder Pyramide ein bestimmtes System gehört. Bei der Mykerinus ein oberer Tempel vor der Pyramide. Massiv zerstört, fast alles, was Granit ist, regelrecht dematerialisiert, nur wenige Steine sind davon noch zu finden. Der Taltempel der Mykerinus-Pyramide liegt unter tiefem Schlamm und Sand verborgen, woraus man schließen kann, das ist schon zu Zeiten passiert, vor der Sintflut, die Zerstörung. Beim Taltempel gibt es vor der Pyramide 2 Tempel. Einen mit gewaltig großen Stein, wo ich erwähnte, 420 Tonnen der schwerste. Und dahinter gleich anschließend Richtung der Pyramide einen kleineren mit geringer Gewichten, viel kleiner, viel filigraner. Und dann der berühmte Taltempel. So, und bei der Cheops-Pyramide ist der obere Tempel so zerstört, dass nur noch Reste vom Fundament übrig sind. Und der Taltempel, der eigentlich heute in dem Dorf Gizeh liegt, ist regelrecht dematerialisiert, da findet man nicht mal ein kleines Steinchen davon. So, hier ein Pfeil zu dem Spalt, der zu diesen Erkenntnissen führt, dass es noch eine andere Kammer gibt. Man ist dort mit so einem Stethoskop hinein und hat festgestellt, man kommt in ein verborgenes, bisher unbekanntes System, welches keinen Eingang und auch keinen Ausgang hat. Als ich die ersten Veröffentlichungen dazu gesehen hatte, wusste ich sofort, um was es geht. Ich wusste alle Hintergründe mit diesem System und die werde ich auch dann erklären. So sieht das heute aus. Hat sich nicht viel geändert, immer noch viel kaputt. So, und dieser Eingang fand sich in einer Höhe von 32,4 Königsellen. Das Besondere an dieser Zahl ist, man kann sie aus der 18 ableiten. 18 mal 18 Zehntel ist genau diese Zahl. Und man muss wissen, dass die Königselle auch ein kosmisch bestimmtes Maß ist von 52,36. Ohne jedes Mühe Änderung. Genau so. Ist in dem gelben Heft auch mit erklärt, warum das genau so sein muss. So, diese neu entdeckte Kammer, die man dann im Internet gefunden hat, hat ungewöhnliche Maße. Man hat etwas messen können, also auch festgestellt, dass das Stethoskop diese Bäuche ermittelt hat.
Und da war mir auch sofort klar, was, in welchen Zweck das Ganze hat. Ich kläre gleich danach auf. Der Winkel in dem Dachbereich ist hier nur angegeben, was übrigens in der Mathematik besondere Ergebnisse nach sich zieht. So, die Kammer ist mit diesem Buchtung auf etwa knapp 9 Meter bestimmt worden oder umgerechnet rund 17 Königsellen. Jetzt geht es also in ein anderes Maßsystem hinein. Und aus meinem Wissen, aus der alten Planung, weiß ich, dass das Rastermaß 18 Ellen war. 18, merkt euch diese Zahl. So, und dann habe ich rechts dargestellt, wie das aussieht. Es ist auch so, dass im Hinteren das Bild schräg ist. Auch da liegen verborgene Dinge, die ich dann in meinem Buch nochmal veröffentlichen werde. Zu dem oberen Winkel würde ich noch sagen, es gibt für diejenigen, die ein bisschen mathematisch bewandert sind, die anderen können die Augen zumachen, Zusammenhänge, wo man Sinus, Cosinus und Tangens mit folgenden Zahlen ermitteln kann. Also immer rationale Zahlen. Aber um die gesamte Kammer zu verstehen hinsichtlich ihrer Geometrie, muss man den Eingang kennen, wie er original ausgesehen hat. Ja, was hat das mit dem Eingang zu tun? Dieser Eingang sah ursprünglich so aus, mit einer Verschlussklappe, und nahm eine Länge von 2 Königsellen in Anspruch. Genau 2. Auch die Details werde ich dann im Buch genauer angeben, warum, weshalb, weswegen. Der Rest ist bis zu einem bestimmten Punkt, den ich gleich zeigen werde, 54 Königsellen, oder 3 mal 18. 3 mal 18 lang. So, hier einmal den Schnitt. Diese Kammer befand sich genau in einem Bereich, wo man diese 54 teilen kann in 18, 18, 18. Also muss die 18 doch eine besondere Bedeutung haben. Und das ganze Kammersystem natürlich aus einem vollkommen neuen Blickwinkel gesehen werden. Hier noch einmal der Bezug zu den heutigen Bedingungen. Auf dem rechten Bild ist das obere System dieser Deckenbalken leider nicht fotografiert, sondern nur das untere. Deswegen ist dieser gestrichelte blaue Strich weiter unten eingeordnet in dem Bild. So, also jetzt verstehen wir vielleicht im Anfang, warum der Eingang 2 Königsellen sein musste. 2. Nur dann kann man auf 18, 18 und 18 kommen. Ich komme noch dazu. Wer kennt das Bild mit der Merkaba? Wer kennt es nicht? Auch einige. Es ist in dem Buch von Drunvalo Melchisedek enthalten, der angibt, dass ein System besteht, wo aus Linien, aus toten Linien, 2 gegenüberstehende Tetraeder zu bilden sind. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Leider hat Melchisedek vieles, ist übertrieben. Er hat nicht alles korrekt dargestellt. Der Melchisedek, ich finde es anmaßend, sich so einen Namen zu geben, wo er auf spekuliert, dass man ihm besondere Aufmerksamkeit zuordnet, weil er ja so einen kosmischen Namen hat. Es ist vieles korrekt in seinem Buch, gibt es gar keine Frage, aber mit der Merkaba nichts. Wie soll tote Linien ein Energiefeld erzeugen? Ich habe im rechten Bild gezeigt, und das kann ich detailliert ableiten, ganz exakt, wie in einer kosmischen Ordnung A, Zellen entstehen, Zellvermehrungsprozesse, eine Merkaba entsteht, die hier erst nur so dargestellt ist, dass es an den Ecken Zellen gibt, die sich aber weiter ausbahnen. Und dann sieht das Ganze so aus.
Und das ist die erste Gedächtniszelle mit 8-Bit-Struktur. Es sind 8 äußere und das ganze System hat in der Mitte, die habe ich als blau dargestellt, dort gibt es ein Schwingungsmuster, was in die äußeren Zellen hineingeht und dort Informationen ablagert und Informationen abrufen kann. Das sind also 9 Zellen. Und da das Ganze gegenüber, also auf den Kopf gestellt, nochmal existiert, auch das kann man erklären, sind es zusammen 18. Und jetzt wird es ganz interessant. Jetzt haben wir die 18 schon mal in einem ganz anderen Blickwinkel mit einer Gedächtniszelle. Und da ist wohl auch ein Energiefeld dahinter verborgen. Also sollten wir dieser 18 einmal größere Bedeutung beimessen und ich will versuchen, das zu erklären. Es gibt 3 Systeme mit 18 Zellen. Das sind die körperlichen, die wir wissenschaftlich als materielle Zellen bezeichnen könnten und die unser Gedächtnis bilden. Es gibt die seelischen, die wir als antimateriell bezeichnen können oder im nicht sichtbaren Bereich. Und die geistigen immateriell, und das haben die Wissenschaftler ganz vergessen oder übersehen. Aber dabei zeigt uns jeder Tannenzapfen, dass das Geistige ein doppeltes System ist, nämlich linksdrehende und rechtsdrehende Schwingung in einem System. Körperlich und seelisch sieht es ein bisschen anders aus. Mein Freund Ahmed in Ägypten, mit dem ich schon viele, viele, viele Jahre befreundet bin, wollte von mir mal wissen, was darunter zu verstehen ist. Ich sage, körperlich machen wir mal so. Ahmed, dreh dich bitte mal um deine eigene Achse, nur in eine eigene Richtung. Sagen wir rechts rum. Okay, hat er gemacht. Ich sage, das nennen wir materiell oder körperlich, so wie das die alten Ägypter verstanden haben. Jetzt dreh dich bitte andersrum. Das sind die sogenannten seelischen Felder, antimateriell, die an der gleichen Stelle sind. Und jetzt drehst du dich bitte mal gleichzeitig links und rechts rum. Dann haben wir die immateriellen Zellen. Gut, ich hatte den Spaß auf meiner Seite. Aber der Kosmos besteht stabil aus 3 Feldern. Und Stabilität kennen wir nicht nur beim Melkschemel, der da nicht wackelt. Gelle Manfred, da weißt du Bescheid. Sondern es ist eine Grundlage im Kosmos, die 3, die eine Stabilität führt und die wir auch mit göttlicher Ordnung in Verbindung bringen können. Wenn wir den Menschen betrachten, dann hat er diese materiellen Zellen ganz logischerweise. Es gibt aber noch eine Verknüpfung zu den seelischen Zellen, den antimateriellen. Diese 3 Felder, das noch als Zwischenbemerkung, stehen im Winkel von 90 Grad zueinander und die beiden ersten tun sich nicht gegenseitig auslöschen. Das ist einer der größten Fehler in der Wissenschaft. Deswegen kann man immateriell nicht begreifen. Aber der Mensch hat sowohl diese materiellen wie die antimateriellen Zellen, damit er, wenn er stirbt, das Wissen in dem Seelischen vorhanden ist. Jetzt auch einleuchten. Dann gibt es aber noch etwas. Die 18 materiellen Zellen haben noch eine Verbindung zu den immateriellen, den göttlichen Zellen. Das ist das, wo wir den sogenannten göttlichen Funken bekommen, wo wir auch Intuition mit zuordnen können und wo also eine höhere Ordnung in uns verborgen ist. Und das Gleiche hat die seelische Zelle auch. Sie hat auch einen göttlichen Funken. Und dann verstehen wir, dass die 18 in unterschiedlicher Kombination der Schwerpunkt ist in unserer menschlichen Genesis und verborgen ist im Gizeh-Plateau, wo wir sagen können, Ägypten ist auch die Widerspiegelung himmlischer Angelegenheiten oder der kosmischen Ordnung. So, jetzt zu dem Bild lasse ich das andere mal weg. Die 56 Königsellen langen Abgang, langes Stück, führt zu einem hypothetischen Punkt, der senkrecht nach oben geht. Und dort beginnt ein Rastersystem in die andere Richtung nach oben.
über die Königskammer hinaus mit einer Länge von 2×132 oder 264 Königseilen. Aber bleiben wir mal bei dem ersten Abschnitt. Nach 8 Königseilen ist ein Gangsystem verborgen und verschlossen. Und dieses Gangsystem war früher offen, weil diese Steine weiter oben im Bereich der Königinnenkammer auf einer Vorrichtung blockiert gewesen sind. Dieses Gangsystem senkrecht nach oben kennen die Ägypter nicht oder lehnen es ab. Man hat wohl an der Seite Bohrungen gemacht und festgestellt, da ist nichts. Ja, warum? Weil das Gangsystem nach oben schmaler ist als das Gangsystem auf diesem aufsteigenden Gang. Das hat nämlich einen Querschnitt von 18×18 Königseilen. 1,8×1,8. Das Gangsystem ist aber 2 Königseilen breit. Also fehlt so ein Stückchen links und rechts und das kann man so nicht gleich entdecken. So, und dann geht es in eine Höhe von 33 Königseilen. Der Beweis eigentlich dafür, dass es um den 33. Grad geht. Und jetzt muss man noch eine Zwischenbemerkung machen. Wir leben hier auf unserer Erde in den rein materiellen Feldern, so wie wir uns ja sehen. Viele wissen aber schon, es gibt auch außerkörperliche Erfahrungen, manche beherrschen das schon, wenige, aber es ist mittlerweile kein Science Fiction mehr. Und in der gesamten Ausbildung, in den 32 Graden davor, hatte man auch gelernt, mit diesen Feldern umzugehen und außerkörperliche Erfahrungen, die vor allem in der Chephren-Pyramide bewiesen werden musste. Jetzt mache ich noch mal eine Zwischenbemerkung dazu. In der Chephren-Pyramide wurde unter anderem den 18. Grad eingeweiht, in den Felsenkeller. Und dort musste man nachweisen, dass man überhaupt in der Lage ist, eine außerkörperliche Erfahrung zu machen. Das heißt, mit seinen Zellen, die 218, musste man dort versuchen, den Körper zu verlassen und war als theoretisch wie ein Geist noch einmal da. In der weiteren Entschuldigung, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das war im 16. Grad. Dort musste man das machen. Dann in der Hauptkammer der Königskammer kam der 18. Grad und dort hat man gelernt, außerkörperliche Erfahrung zu machen, um in das Feld der Erde zu kommen. Man konnte sich also verständigen mit Priestern, sagen wir in Mexiko oder in Tibet oder wo es noch welche gegeben hat. Und dann gab es noch den 22. Grad, also in jeder Pyramide gab es 3×3 Grade. Das ganze System und was da gemacht worden ist, erkläre ich in Bayern und hoffe, dass es dann auch im Internet verfügbar ist. Ja, und bei dem 22. Grad ging es außerkörperliche Erfahrung, um in unserem Sonnensystem zu reisen. Und jetzt erzähle ich euch mal einen richtigen Science Fiction. Ich war 2015 in Novosibirsk mit einem Freund. Wir waren dort an einem Institut bei Professor Trifonov. Wenige werden den kennen. Und wir haben dort unter anderem auch Versuche mitgemacht. Und dieses Institut beschäftigt sich in erster Linie auch mit geistigen Dingen. In Deutschland würde man sagen, solche Spinner, was machen denn die für einen Unsinn? Die wissen Sachen, da sind unsere Politiker dumme Hühner dagegen. Wir haben davon noch gar nichts verstanden. Und seine Stellvertreterin, die Taisia, habe ich gefragt, was hast du denn heute auf deinem Programm? Sie hat nämlich den sogenannten Kosirev-Spiegel. Hat davon jemand mal was gehört? Ja, diesen Kosirev-Spiegel. Und sie sagte, ich bin da drin heute und ich werde Untersuchungen machen auf dem Mars. Wir suchen nach Bodenschätzen auf dem Mars. Da guckt man erstmal. Die setzt sich da rein und geht da hoch. Ich war dann auch drin, an 2 Tagen. Ich habe gemerkt, man braucht ein bisschen mehr Zeit, um das ganze System dann zu erfassen. Aber so schnell bin ich noch nie in eine Ruhe gekommen.
Es war unglaublich, wie schnell das Ganze funktioniert hat. Und ich hatte ein System mitgebracht, auch zum Diskutieren über Spiralfunktionen, wie man das kursive System noch verbessern kann. Und Professor Trifonow und die von der anderen, weiß ich nicht, mein Familiennamen, die hat sich nur mal mit der Thaisia vorgestellt. Ja, die sagten, das ist energetisch noch stärker als das, was sie bisher dort gemacht haben. Wir wollten das hier in Deutschland realisieren. Es gibt aber ein paar Dinge, die uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Und das lasse ich erstmal weg. Man tut ja in Deutschland, oder man hat keine Interesse an Dingen, die über das aktuelle Wissenschaftsniveau hinausgehen. So, also, jetzt bin ich fast ein bisschen abgeschweift, war aber notwendig. An dieser Stelle musste man früher auch die außerkörperliche Erfahrung praktizieren und mit dem Körper nach links hochgehen, Richtung Königinkammer und mit dem Geist hoch in zwei andere Kammern, die es noch gibt. So, und ich erkläre mal diesen ganzen Weg. So, hier seht ihr das komplette Gangsystem. Wir bleiben mal bei dem Eingang, es geht die bis zur 33 hoch. Und rechts oben seht ihr in einem Bild, wie es ein Stück geradeaus geht. Dann eine Schräge und dann noch einmal gerade. Da ist ein Symbolismus verbunden, der ist Science Fiction genauso. Ja? Und da sind Sachen verborgen, wo man sagt, wie kann man auf solche Sachen nur kommen? Und von da aus geht es dann einen horizontalen Weg Richtung Pyramidenmitte und dann beginnt ein System 10 mal 18 Königsellen lang aufgeteilt, in 60, 60, 60. Also wir haben das Prinzip 6, 6, 6. So, und jetzt möchte ich diejenigen, die vielleicht einen Schreck bekommen, gleich Entwarnung geben. In meinem Buch habe ich erklärt und beschrieben, wie es funktioniert. Dass im Kosmos das Prinzip 6, 6, 6 Plus und Minus existiert. Beides zur gleichen Zeit fraktal ausgestrahlt wird und überall im Raum vorhanden ist. Egal, ob an ihrer Nasenspitze, hinterm Mond oder im Sonnensystem oder außerhalb unseres Sonnensystems. Dieses System ist doppelt vorhanden. 6, 6, 6, Plus und Minus. Und es bedeutet eigentlich im Positiven, ein Mensch hat eine Einweihung abgeschlossen, in der er begriffen hat, dass es eine kosmische Ordnung gibt, dass es einen Gott gibt. Und was viel wichtiger noch ist an der ganzen Sache, er hat begriffen, dass er eine Verantwortung hat. Und diese Verantwortung ist für seine Untergebenen. Ich mache noch eine kleine Zwischenbemerkung. Die Königskammer hat eine Wandfläche ringsherum. Ja, 20 und 10, das sind 30, nach Anzahl nochmal 30, sind 60 im Umfang mal 11,1 in Höhe sind 666. 666 Quadratkönigsellen ist die Wandfläche in der Königskammer. Und dort ist verborgen genau das System, was es doppelt gibt. Und wer begriffen hat, dass er in dieser Einweihung eine Verantwortung hat für seine Untergebenen, nämlich er muss die Menschen fördern, dass sie weiterkommen. Nicht, dass sie verblöden systematisch nur nach dem Prinzip Schuster, bleib bei deinen Leisten, zu Hause sitzen oder irgendwo in der Armut hängen. Nein, das Fördern, der weitere Weg ist das Entscheidende. Und wir haben ein System in der Bildung, wo wir stufenweise erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, in Amerika heißt es erster Grad, zweiter Grad, dritter Grad, ja, bemerkenswert. Wir sollen also uns stufenweise weiterentwickeln. Natürlich ist es so, nicht jeder kann Professor werden, was auch nicht Sinn und Zweck ist. Ich habe das heute schon mal erklärt, jemanden, einer guten Freundin, dass die Verschiedenartigkeit die Stabilität erzeugt. Es kann nicht sein, dass alle immer weitergehen und ich kriege manchmal Fragen gestellt, wo ich sage, ah, bist du,
würde ich auch gerne die Antwort wissen. Aber wenn ich alle Antworten wüsste, dann wäre ich der liebe Gott und da könnte Urlaub machen. Das heißt, man muss auch akzeptieren, dass man nicht bis in das letzte Stiefchen hineinkommt und dass im Bildungswesen oder auf der Straße, wo wir verschiedene Menschen sehen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher vielleicht auch Berufsklassen, alle sind notwendig in der jeweiligen Bildungsstufe, um eine Stabilität zu erzeugen. Deswegen brauchen wir einen Bäcker und nicht nur Professoren. Wir brauchen nicht nur Studienabgänger, die dann arbeitslos wären, sondern wir müssen alles abdecken, was wir brauchen. Handwerker und so weiter. Also 666 ist in der positiven Form etwas ganz, ganz Geniales. Und davon sind unsere Politiker so weit entfernt wie der Nordpolarstern von der Erde. Sie haben nicht begriffen, dass wir uns entwickeln sollen. Und was gegenwärtig in der Politik vonstatten geht, das ist ein Albtraum, ein absoluter Albtraum. Ich hatte schon mal vorhin gesagt, mit dem Zentimeter, ich wollte wissen, wie da bestimmt worden ist. Das hat damit was zu tun. Wie gesagt, zum Schluss komme ich nochmal da drauf. So, es geht dann, kommen wir zu dem System zurück, erstmal 60 Königsellen aufwärts und dann beginnt ein horizontaler Gang. Und der führt zu dieser anderen Kammer. Und diese andere Kammer steht im Zusammenhang mit der Königinkammer. Das heißt eigentlich seine Seele und dann waren noch andere anwesend. Andere. Ich weiß nicht, ob manche damit leben können, wenn ich sage, neben mir stehen kosmische Freunde aus einer anderen Dimension, die meinen Vortrag mich unterstützen, im Positiven, dass ich das sage, was notwendig ist, was für den heutigen Vortrag nicht relevant ist, möglichst unterdrücke, weil man mir auch sagt, ich bin eine alte Schwatzstrippe, ich erzähle immer viel zu viel. Ja, aber viele wollen es auch wissen. Und wir können hinterher über manches noch diskutieren. Aber die beiden Dinge stehen hier in unmittelbarem Zusammenhang und diejenigen, die dort noch mit anwesend waren, gehören erst zu dieser geistigen Ebene, mit der dann auch die Seele Kontakt hatte. Nachdem die Einweihung in der Königinnenkammer absolviert war auf einem 72 Königsellen langen Einweihungsweg und er feststellen musste, dass es dort nicht weitergeht, weil Aufstieg heißt nicht gerade auslaufen, sondern berghoch. Ja? Also muss er wieder zurück und die große Galerie von 88 Königsellen im Irdischen bis zu der vorderen Kante der oberen Stufe hochlaufen. Während die Seele noch ein Stückchen weiter höher gelaufen ist und diesen 60 Königsellen, die mittleren, dort ist auch eine Galerie. Die ist kleiner, die ist auch in der Höhe etwas kleiner. Sie hat auch solche Zacken mit Minimum 13,2 bis 13,8 Königsellen. In der großen Galerie sind 16,2 bis 16,8. Also ihr seht, ich weiß ein paar Daten, die man noch nicht mal jetzt überprüfen konnte. Ja? Das ist hier in meinem Kopf mit drin. Und diese Decke hatte 30 solche Zacken, während die untere, die Hauptkammer, die sichtbare, 40 Zacken hatte. Und die hat die Altertümerverwaltung abhacken lassen. Dafür könnte ich sie, naja, jedenfalls nicht die Hand vor Freundlichkeit drücken. Das möchte ich mal sagen. Das ist ein Verbrechen. Denn früher, wo diese Zacken noch dran waren, das muss etwa 2011, 12 gewesen sein, wo kaum zu Resten gekommen sind nach Ägypten, wo die abgeschlagen worden sind. Davor war ich ja auch schon ein paar Mal in Ägypten. Und wenn man dann den aufsteigenden Gang hochgekommen ist und hat schon in der Kammer gesprochen, dann entwickelte sich ein sonorer Ton, der dann schon da drin gedröhnt hat.
Unglaublich. Man hat es reflexiv auf den Körper gemerkt. Ja? Und dann ging es weiter im anderen System hoch zum nächsten Abschnitt 60 zu der Kammer da oben. Da steht 132, was wir schon heute mal hatten. Und in dieser Kammer von 5067 Kubik Königsellen, von 5760, viermal 1440. Und da ist verborgen das Prinzip der vierten Schwingungsdimension. Da beginnt ein System, wo Lebensformen auch existieren, die wir aber nicht sehen, die neben uns stehen können. Und meine sind noch ein bisschen weiter höher. Ja. Es gibt also noch viel, viel, viel mehr. Und jetzt muss ich das mal sarkastisch sagen, Politiker, die irgendwann mal das Zeitliche erleben werden, werden das blanke Entsetzen bekommen, was im Kosmos noch gibt, und dass sie zur Verantwortung gezogen werden. Ja, jetzt kommen wir mal zu noch einem Teil. Da ich alle Dinge nachvollziehen kann, bis auf den Millimeter genau, weiß ich, dass die Länge aller horizontalen Gänge 222 Königsellen beträgt. Davon sind 102 in dem aktuell sichtbaren Bereich und es sind 120 in dem für uns noch nicht zugänglichen Teil. Dann gibt es schräge Gänge und die haben eine Länge von 666. Auch das kann ich bis auf den Millimeter erklären. Und das zusammen sind 888. Und das ist die Anzahl der kosmischen Dimensionen, die es noch gibt. Jetzt könnte ich eine Menge noch erklären. 8, 8, 8. Das fängt schon mit dem Aufsteigensystem an, bei 8,88. Die Summe aller Volumen von allen drei Pyramiden, von den Hauptkammern, zusammen 8.880. Die Decke an der Königs, in der großen Galerie in der Cheops-Pyramide ist 88,8 Königsellen lang. Diese Ziffernfolge 888 gibt es noch mehrfach und noch auf einem anderen Weg auch noch zu erreichen. Also, diese 888, ich wollte auch mal von Gott wissen, diese kosmische Dimension es gibt. Ja. Ich war schon über 1000 angelangt in meinem subjektiven Denken, das müssten mehr sein, aber ich wusste es nicht nie, wie viel. Und dann hatte mir man eine Mathematikaufgabe gestellt und die lautete, schreibe eine 3 und daneben eine 6. Da stand 36 und ich sage, ja, das ist ein bisschen wenig. Warte ab, schreibe darunter eine 4 und daneben eine 8. Und der Klitzke war ruhig, weil er jetzt nicht wusste, wie es weitergeht. Zeichne einen Kreis darum und beachte diesen Kreis. Schreibe davor eine 8 und dahinter eine 4 und du findest die Lösung. Da habe ich natürlich ein bisschen seltsam aus der Wäsche geguckt. War so eine Mathematikaufgabe, die ich in dieser Art gar nicht kannte. Und dann hatte ich die Intuition, ach ja, das Prinzip kennst du ja schon. 36 plus 48 sind 84. Der Taltempel, mal als Zwischenbemerkung, hat eine Ausdehnung Nord-Süd von 84 Ellen. Dann gibt es eine Vorkammer, die ist an der Decke 36 Königsellen lang. Und dahinter gibt es den ersten Haupttempelbereich mit 6 Säulen. Da sind es 48 Ellen an der Decke. Und ich war bei den ersten Zahlen schon geneigt zu sagen, ich kenne das alles. Beim Nachmessen habe ich festgestellt, es stimmt so nicht. Dann habe ich Wasserwaage mitgenommen und habe geprüft und da habe festgestellt, dass die Wände so leicht schräg nach oben sind. Und dann konnte ich das begreifen, dass es tatsächlich so stimmt. So, und wenn man jetzt 36 plus 48, 84, jetzt habe ich diesen Kreis runtergezogen als 0, die 8 davor und die 4 dahinter,
hatte ich also 804. Plus 84, 888. Und man sagte mir, du hast die Lösung gefunden. Es gibt 888 kosmische Dimensionen. So, und wo leben wir? In der dritten. Jetzt gestattet mir ein bisschen Sarkasmus. Ja? Wenn wir uns vorstellen, eine lange, lange Himmelsleiter, 888 Stufen, eine ganze Menge, und wir stehen auf der dritten Stufe, ja? Dann ist das so bildlich diejenige Stufe, die im Hühnerstall noch in der Hühnerscheiße steht. Ja, entschuldigt, manchmal muss man Dinge auch mal profan ausdrücken. Dann kommt wieder die nächste Frage, wieso? Wieso haben wir solche Probleme auf der Erde? Und dann ist mir gesagt worden, ihr Menschen, ihr werdet einmal aufsteigen. Ihr werdet nicht ewig in dieser dritten Schwingungsdimension bleiben. Ihr müsst hier aber mit allen negativen Dingen konfrontiert werden, damit die Seele das kennt und dann sagt, davon nehme ich Abstand. Ich will nicht noch einmal diese ganzen Dinge mitmachen. Und ich sage mal, wenn ich aufsteige, nicht mehr in die dritte, hier will ich nicht hin und die vierte ist mir auch ein bisschen zu wenig. Ich weiß, wo ich hingehe, dort, wo ich hergekommen bin. Ja, und das ist ein Geschenk, das ich bekommen habe, wenn ich meine Lebensaufgabe hier auf der Erde ordentlich erfülle. So, jetzt ist die Geometrie der Gänge noch nicht zu Ende. Es gibt nämlich noch senkrechte Abschnitte. Das ist nicht allzu viel, aber auch die kann ich bis ins Detail erklären, wo sie sich befinden. Diese 48, und dann haben wir zusammen, kennen wir doch schon irgendwie, wieder 936. Die Ausdehnung im Gizeh-Plateau von Pyramidenspitze Mykerinus-Pyramide bis Spitze Cheops-Pyramide. Und die Decke an der Königskammer befindet sich am höchsten Punkt bei 93,6 Königsellen, bezogen auf plus minus 0 der Pyramide in der Mitte. Bei der Mykerinus-Pyramide ist der Eingang, diese Kammer, 9,36 hoch. Und diese Ziffernfolge 936 kommt noch etliche Male vor. Also es ist tatsächlich etwas, was außergewöhnlich ist. So, jetzt nochmal was zu diesem Kammersystem. Jetzt sind nur hier ein paar Zahlen angegeben. Eins die Königskammer, Königinnenkammer und zwei, das ist das bekannte System. Drei und vier, das noch verborgene System. So, Königinnenkammer, 1230 Kubikellen. Das habe ich schon mal in einem Buch vor vielen Jahren veröffentlicht. Das Buch nannte sich Pyramidenwissensträger aus Stein. Wird aber nicht mehr veröffentlicht, ist auch ausverkauft schon lange. Ich habe auch kein Interesse daran gehabt, das nochmal zu veröffentlichen, weil in meinem Kopf viel, 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 viel mehr freigeschaltet worden ist und ich schreibe an einem Buch, was den Titel trägt, die Ordnung des Gizeh-Plateau. Es wird sein Teil 2 zu die Ordnung, die kosmische Ordnung der Schöpfung. Und dann wird man die Parallelen deutlich sehen. Ich gebe aber schon dort etliche Bezüge in dem neuen Buch, damit man nicht zwingend das Buch kaufen muss. Tiefer einsteigen würde man auf alle Fälle. So, Königskammer 2022, sagte ich schon. Die verborgene Kammer, die zur Königinkammer gehört, 1890. Und das ist eine ungewöhnliche Zahl. Ich fange mal ganz anders an. Wir kennen die sogenannte Erdbeschleunigung, diese Zahl 9,81. Ja, die in der Physik eine ganz bekannte Größe für die Erde ist. 9,81. Wenn wir diese Zahl umdrehen, haben wir 189. Und die 189 bedeutet genau das Gegenteil. Nicht verdichten, sondern aufhellen, auflösen, in das Höhere gehen, in die geistige Sphäre gehen. Und
Das ist einer der Dinge, die mit der Kammer zu tun haben. Und dann die verborgene Kammer 5760. Buddha, Symbolismus ist, du wirst eingeweiht, um Zugang in höhere kosmische Dimensionen zu bekommen. Und es gibt manche Menschen hier in dem Saal, was ich weiß, die diesen Zugang schon haben. Und manche haben ihn vielleicht auch schon, glauben es wohl noch nicht oder wissen es noch nicht. Aber all die hier sitzen und die den Arm gehoben haben, wo ich die Frage gestellt habe, glaubt ihr, dass die Seele ein additives Gedächtnis hat? Ihr seid alles alte Seelen. Und zwar sehr alte. Ihr habt eine Erfahrung mitgebracht, dass ihr in diesem Leben auch geistig wach werden wollt, dass die Zeit reif ist. Und mit dem Wissen, was ihr jetzt habt und was, wo ich auch immer Impulse gebe, seid ihr auch schon im gewissen Grade Impuls geben, auch wenn in eurer Nachbarschaft viele sagen, ihr seid abgefahren oder Spinner, kann man nicht glauben. Ja? Aber glaubt mir, ihr, zuletzt lacht ihr, ihr seid diejenigen, die die richtigen Impulse haben, die richtigen Impulse bekommen haben und auch die Schrittmacher sein werden für die Zukunft. So, jetzt zählen wir das mal zusammen. Wieder beeindruckend, gell? In der Königskammer wurde auf einem 111 Königsellen langen Weg eingeweiht. Warum drei Einsen? Erster Meistergrad im 11. Grad in der Vicarinus-Pyramide, zweiter Meistergrad in der Schäferin-Pyramide und der dritte Meistergrad in der Cheops-Pyramide. Und dann ist man dreimal der große Meister. Und da ist verborgen auch diese christliche Lehre mit Gott, seinem Sohn und so weiter. Also wir haben hier Dinge, die tatsächlich ihre Berechtigung haben. Dreimal die Eins hat etwas mit einer hohen, hohen Einweihung zu tun. Und wenn eure Seele das verstanden hat, dann ist sie in der Vergangenheit, in irgendeinem Leben, egal wo, ob in Mexiko, in Ägypten oder in Tibet, egal wo, schon eingeweiht gewesen. Ihr habt ein Wissen schon verborgen in euch, was jetzt immer mehr zum Tragen kommt. Ihr werdet in der nachfolgenden Zeit vielleicht auch Träume haben und früh mehr wissen als am Abend. Auf diesem Weg wünsche ich euch viel, viel, viel Erfolg. So, ach ja, das ist noch eine. Ich bin oft gefragt worden, weil es kursiert manche irrsinnige Theorie, die Pyramide gibt es nochmal nach unten. Nein, die gibt es nicht nochmal nach unten. Es gibt einen energetischen Parabolspiegel. Energetisch. Das heißt, so wie eine Fernsehantenne als Parabolspiegel an einem bestimmten Brennpunkt Information empfängt, ist bei der Pyramide auch so und sie gibt es auch ab. Es sind zwei Richtungen. Es ist das gleiche wie in der DNS. Das ist ein aufsteigender und ein absteigender Strang. Und im Körper fließen Energien nach oben und nach unten im Wechsel, immer zum Ausgleich. Ja? Ganz kleiner, großer abweichender Punkt. Es gibt Menschen, die haben viel Migräne. Oder ab und zu, immer wenn sie sich mit stärkeren Dingen beschäftigen. Dort ist in diesem Zirkulieren eine Blockade. Und zwar in dem absteigenden Strang. Und wenn sie sich mit energetischen Dingen beschäftigen oder mit wichtigen Dingen oder stressig, kommt Energie rein in den Kopf, aber es kommt nicht genug nach unten im Gleichgewicht wieder raus. Und dann staut sich das und dann dreht der Kopf. Und da muss man das klären, diese energetischen Blockaden. Da gibt es in der Regel drei. Das ist einmal im Lendenwirbelbereich. Das zweite ist etwa in der Höhe, wo der BH-Verschluss ist. Und der dritte ist in der Medulla oblongata, das ist hier in dem Halswirbelbereich oberhalb des Atlas.
Und tut man diese energetischen Blockaden lösen, dann ist das vergleichsweise so, ein Fallrohr von der Dachrinne ist verstopft. Ja? Oben steht das Wasser und läuft schon über die Dachrinne hinaus. Und jetzt tun sie von unten das wegnehmen und sagen, ist alles wieder weg. Das heißt, der Ausgleich ist wieder da. Also wer solche Probleme hat, sollte unbedingt sich energetisch behandeln lassen. So, und das Pyramidion da oben, ich könnte jetzt hier noch eine Menge mehr sagen, aber lassen wir erstmal sagen, kommen wir an einen Punkt, wo die Kammer ist. Die ist leicht zu finden. Erstens fehlt gegenwärtig schon die gesamte Verkleidung, die ja zerstört worden ist. Und dann sind es vom Original Verkleidung 6,6 Meter rund bis zum Eintritt in die Kammer. Wenn man da oben also bohren würde, käme man in die Kammer hinein. Und dann ist der untere Teil ein bisschen länger, das sind rund 12,8 Meter. Auch bis in die Kammer hinein. So, und ich hoffe, dass es irgendwann einmal bei den Ägyptologen ankommt und sie dann auch mal entsprechend die Genehmigung erteilen. Hier im Wesentlichen immer verhindern wollen, dass man noch mehr erkennt. So, und dann lassen wir das, dann zeigen wir nochmal das Pyramidion, der Cheops-Pyramide. Es war eine Legierung aus Gold, Silber und Tellur. Und Tellur ist ein Halbleiterelement, hatte vor Jahren eine Weltbruttoproduktion von 360 Kilo. Das ist fast nichts. Es ist ein Spurenelement von Gold, aber es ist eine wichtige, spielt eine wichtige Funktion. Und jetzt guckt mal auf die Maße. Ich sage noch eine Vorbemerkung. Ich wollte auch einmal das ist schon lange her. Sehr lange. Dinge wissen. Nein, das war noch zur Königskammer. Ja, mit den zwei, da wollte ich Erklärung haben. Und dann sagte man mir, übrigens, das Pyramidion hatte ein Volumen von 2000 Kubikzoll. Und da habe ich gestutzt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal annähernd geahnt habe, dass dieser geistige Zoll etwas mit der Pyramide zu tun hat. Und die Plattform ist in 5760 Zoll höher. Und das Pyramidion hatte folgende Parameter. Jetzt guckt ihr mal, was das für Zahlen sind. Das sind alles Größenordnungen, die wir eigentlich irdisch gar nicht so richtig realisieren können, weil sie gegen unendlich gehen nach dem Komma. Aber kosmisch ist da was anderes möglich. Und man muss noch etwas sagen. Bestimmte Maße dienen dazu, einen runden Effekt zu erzielen. Aber in der Realität gibt es dann immer Abweichungen. Und es gibt Überlagerungen, um bestimmte Effekte zu erzielen. Wenn man also in der Königskammer einen sonoren Ton erzeugt, was passiert? Es dröhnt. Es dröhnt gewaltig. Und wenn man das im Sarkophag macht, auch. Und da gibt es noch etwas, was die Ägyptologen nicht kennen und auch nicht diejenigen, die sich mit Ägyptologie beschäftigen. Die Königskammer hat zwei Volumen. Ja, wie das? 2220 kann jeder nachvollziehen. Ich habe bei der letzten Reise, und hier sind einige dabei, die dabei waren, auch gebeten, bitte fasst mal oder geht mit der Hand an die Wand und versucht, so im Abstand 2-3 Zentimeter mal zu fühlen. Ja, und was ist da? Da fühlt man ein Energiefeld. Es kribbelt dann so ein bisschen in der Hand. Für diejenigen, die keine Holzhände haben, muss man natürlich voraussetzen. Ja? Und es haben, ich weiß nicht, ob es alle mitgefühlt haben, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber dieses geringere Volumen ist 2160 Kubikellen. Und 2160 hat etwas mit der ersten Zelle zu tun, das erkläre ich jetzt nicht. Und ursprünglich war der Durchlauf der Erde durch ein Sternbild 2160 Jahre. Und das war noch Wissen der Sumerer. Heute geht es schneller vonstatten, weil wir in einem spiralförmigen System leben. Aber
Manche Frauen fragen mich auch immer mit den Zahlen, ja, damit haben wir Probleme, ja. Aber ich sage, wisst ihr, warum wir beide eigentlich einen symmetrischen Kopf haben? Warum Frauen nicht dort, wo die rationale Hälfte ist, weil wir eine Abflachung haben und wir Männer auf der anderen Seite eine Abflachung, würde zusammen passen, aber sieht blöd aus. Ja? Wir haben zwei Gehirnhälften, die gleich groß sind. Deswegen, weil wir beide Dinge verstehen und akzeptieren müssen. Nur, in diesem Leben haben wir unterschiedliche Prioritäten. Und das ist gut so, weil man aus dem Gegensätzlichen lernt und es passt doch zusammen. So, jetzt werden bestimmt noch, habe ich hier noch was? Die 2000 Kubikzoll noch unterzeichnet. So, das hatte ich auch schon erwähnt. So, das ist das Letzte. Mein Vortrag ist in der Regel nicht ganz leicht, es kommen Zahlen vor. Ich habe schon einige Frauen davon überzeugen und begeistern können, dass hinter den Zahlen aus einem anderen Blickwinkel etwas anderes zu betrachten ist. Wenn man am Uranfang zwei energetische Zellen ableiten kann, wie die entstanden sind. Mit einem inneren Schwingungsmuster, wo das eine so rumdreht, das andere so rum. Und was ist Schwingung? Schwingung ist Ton, Schwingung ist Farbe, Schwingung ist Energie. Und in einer ganz anderen Art und Weise, nur abstrakt betrachtet, eine Zahl. Und da steht mindestens plus 1 und minus 1. Bei Zellvermehrungsprozessen plus 2, minus 2. Das ist noch vereinfachte Erklärung, aber es entsteht mehr. Und tut man bei den Zahlen diesen energetischen Gehalt verstehen? Ja, bei 2022 habe ich das schon mal ein bisschen versucht, 1044 auch, 2061 auch. Und es gibt so viel, ich kann es erklären. Ja, nicht alle Zahlen, aber ich weiß schon eine ganze Menge. Und betrachtet man die andere Seite, können Frauen damit auch umgehen. Ja? Und deswegen, die Mathematik, die wir in der Schule haben, ist einseitig, sie ist dogmatisch und sie ist beschissen. Und wir lernen zum Teil auch Dinge, die überhaupt überflüssig sind. Ja? Warum muss ich Wahrscheinlichkeitsrechnung lernen bis zur 10. Klasse? Ich tue doch früh nicht ausrechnen, wie hoch meine Wahrscheinlichkeit ist, dass ich lebend über die Straße komme. Ja? Das ist nur für ganz, ganz, ganz wenige Berufe, die in der Qualitätssicherung arbeiten, erforderlich. Ansonsten überflüssiger Müll. Ja? Und lernen wir manches, aber es gibt auch Dinge, die von Menschen abgelehnt werden, wie Sinus, Cosinus. Ja? Und ich habe begriffen, es ist so wichtig, das zu kennen, aber nicht in diesem Leben braucht das jeder. Man sollte nur, wenn man etwas nicht akzeptiert oder nicht versteht, sagen, okay, ab ins Hinterstübchen, im nächsten Leben holen wir es wieder raus. So, und das Wissen, was ich jetzt hier versucht habe darzustellen, geht schon in die Tiefe. Bitte seht es so, ich habe euch mitgeholfen, ein Impulsgeber zu werden. Auch wenn es heute und morgen vielleicht noch nicht ganz so sein wird, aber es kommt, dass ihr in der Nachbarschaft oder anderen Menschen gegenüber, die ihr auch treffen und finden werdet, auf nicht nur taube Ohren, sondern auf offene Ohren stoßt. Ja, und dann möchte ich an dieser Stelle Schluss machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt können wir Fragen stellen. Ach ja, Zentimeter. Ha, gut, hätte ich fast übergangen. Es ist so, wenn man einmal so richtig im Reden ist, dann gehen manche Dinge durch Lappen. Ich wollte wissen. Das war damals von Erzengel Gabriel, so lange ist es gar nicht her, ich glaube 2 Jahre. Wie hat Gott den Zentimeter festgelegt? Der Hintergrund war, die ganze Mathematik mit dem kosmischen Maßsystem, was ich in dem gelben Heft da draußen erklärt habe, beweist klipp und klar, das Ganze funktioniert nur, wenn man den Zentimeter kennt. Das ist schon verrückt. So. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe gewartet,
Dann bin ich ungeduldig geworden und habe gesagt, wenn du es nicht weißt, frag doch meinen lieben Gott. Bisschen vorlaut, aber ich habe noch ein bisschen gewartet und dann passierte Folgendes. Und das werde ich nie vergessen. Und da läuft mir es richtig seltsam durch die Wirbelsäule. Jetzt noch. Auf den Handflächen des Schöpfergottes war die Erde. Und sie kam aus dem Nebel und kam immer näher zu mir. Und die Erde berührte meine Stirn. Und ich bekam mindestens zwei Informationspakete in Bruchteilen einer Sekunde. Und ich habe nur gesagt, danke, danke, ich habe alles verstanden. Sie auch? Nee, ich glaube, ich muss es erklären. Dazu ist wieder eine Vorbemerkung erforderlich. In dem Heftel habe ich auch erklärt, dass es ursprünglich Planparameter für die Erde gegeben hat. Lange her, Erde ist heute dicker, ähnlich wie ich. Bei mir weiß ich es warum, bei der Erde ist man noch immer unsicher, aber ich weiß auch warum. So, und diese Planparameter waren folgende. Das hat alles damit was zu tun. Der alte Prophet Henoch hat behauptet, die Erde hat einen Poldurchmesser von 500.500.000 Zoll. Plus, Minus ist da drin verborgen. Und das bedeutet, du lebst auf einer Erde, um dich geistig zu vervollkommnen und du hast aber die Chance, auch dich im Negativen zu vervollkommnen. Deswegen werden die Verbrecher auch immer einfallsreicher. Wenn man diesen Umrechnungsfaktor über den Zentimeter exakt kennt, dann kommt dann raus, es sind exakt 20 Millionen sakrale Ellen. Und die 20 Millionen Ellen bedeuten, du lebst auf einer Erde, um geistig wach zu werden und zu begreifen, dass alles aus ein und derselben Quellen kommt. Und deswegen ist in der Königskammer auch die 2 so massiv, mit 2, 20, 200, 2220 verborgen. So, dann gibt es noch ein Maß, das ist mittelamerikanische Hunab. Und in dieser Mathematik, die genial ist, kann man genau ableiten, dass es 12 Millionen Hunab sind. 12 Millionen. 1,05 Meter und etwas mehr darüber. Und die 12 Millionen bedeuten, du lebst auf einer Erde, die ein holographischer Abdruck im Universum ist, wo die gleichen Gesetze gelten wie oben, so unten. So, und dann ist der Umrechnungsfaktor von Zentimeter, das ist ungewöhnlich. Es ist eine Ziffernfolge, die lautet ohne Komma 127, 127, 254, 254. 508, 508, 1016, dann überlagern 1016 und so weiter, bis in alle Unendlichkeit. So, immer plus, minus, plus, minus. Und das bedeutet, die 127 ist mir mal gezeigt worden als eine Stufe, die in der Cheops-Pyramide in dem oberen Gang nach den 33 Königen so, so und so aussieht. Eine Zahl 127 und sie bedeutet eine Stufe. Eine Stufe von einem Ausgangsniveau, was man besitzt, etwas hinzufügen, aneignen, dazulernen, Fähigkeiten gewinnen, stabilisieren, das ist der nächste Strich. Und dann kommt der nächste, 254. Und fällt euch was auf? Der englische Zoll ist 2,54 Zentimeter. Der Zoll ist ein geistiges Maß, und soll uns zeigen, dass wir schon in eine Stufe höher gekommen sind. Aber es geht weiter. Und diese stufenweise Entwicklung, Plus und Minus, erfolgt immer nach diesen selben Grundsätzen, nämlich etwas aneignen und so weiter und stabilisieren. Und die Menschheit hat immer eine Begrenzung, das ist auch eine Basis, eine Begrenzung. Und deswegen gibt es in der Geschichte immer eine Begrenzung, wo die Menschen noch nicht alles wissen konnten und nicht alles wissen durften.
Und deswegen konnte auch ein Pythagoras sich noch nicht beschäftigen mit Differentialrechnung und Integralrechnung. Die Zeit war noch nicht reif dafür. Und im Erkennen philosophisch auch nicht. Es gibt so viele Dinge, wo die Geschichte der Menschheit immer wieder Impulse bekommen hat. Und das sind Impulsgeber geboren worden, die wieder neue Anregungen geben sollten. Und das könnten wir genügend Namen nennen, von Platon angefangen, ja. Jesus, übrigens Jesus war der größte Querdenker, ja, sollte man auch mal betonen. Das sind nämlich die wichtigsten Leute in einem Staat, die anregen, bestimmte Ebenen zu überspringen, weiterzukommen. Also ich sage mal, ich bin Querdenker, aber einer von der besonderen, revolutionären Art. Ja? Und ich sage auch, ich bin nicht normal. Ja? Wo ich das meiner Frau das erste Mal gesagt habe, hat sie gesagt, bist du verrückt? Ich sage, nein, das bedeutet, ich bin kein Trottel der Nation. Das sind die ganz Normalen, die alles glauben, was in den Medien steht. Ja? Also, so, und das, diese stufenweise Entwicklung ist immer notwendig, um einen bestimmten Punkt Menschen wieder Impulse zu geben, und das sind die Querdenker. Ja? So, und jetzt kommen wir zum lieben Gott zurück. Er sagte mir, wenn, oder gesagt hat er es ja nicht, er hat mir das so zum Verstehen gegeben. Wenn ich irgendwo im Universum irgendwo vorhabe, ein System zu entwickeln, einen Planeten, egal was, wo Lebensformen darauf entstehen sollen, zukünftig, werde ich die gleichen Gesetze anwenden wie auf der Erde. Und das waren diese vier Zahlen. In den vier Zahlen ist alles verborgen, warum wir auf der Erde leben und warum auch andere Lebensformen woanders sich einmal so entwickeln und dort nach diesen Prinzipien leben werden. So, und dann gibt es auch etwas plus, minus. Plus, minus. Toleranz. Toleranz. Ihr Menschen, ihr habt den Begriff Toleranz noch nicht richtig erfasst. Toleranz heißt, es gibt etwas innerhalb von Grenzen, die zulässig sind. Eine untere Grenze und eine obere Grenze. Und die untere Grenze, machen wir es wieder ganz einfach materiell. Ein Drehteil ist zu viel abgefräst worden. Was macht man damit? Nichts drüber kleben, wegschmeißen. Es kommt in den Recyclingsprozess neu rein. Dann sind welche zu viel, noch zu viel drauf. Was macht man mit diesen Teilen? Nachbearbeiten. So, und Toleranz heißt eigentlich bezogen auf uns Menschen, dass wir diesen Prinzipien unterliegen. Und hat mir zu verstehen gegeben, auf der Erde habt ihr das nicht verstanden. Und es gibt Menschen, die glauben, Gott spielen zu können. Die denken, kosmische Gesetze gibt es nicht. Und sie haben die Toleranzgrenze so weit strapaziert, dass sie hier keinen Platz mehr haben. Ich habe zu verstehen bekommen, dass sie von der Erde hinweg gerafft werden. Nun muss man sich Folgendes vorstellen. So wie wir von der dritten Klasse in die vierte Klasse kommen oder in die fünfte und so weiter, stehen wir in dieser Geschichtsepoche vor einem riesengroßen Sprung. Und viele wissen das schon lange, dass man in eine höhere kosmische Dimension gelangen kann, wer die Reife dafür hat. Die dritte Dimension wird nicht ausgerottet oder weggestrichen, das gibt es nicht, das ist nicht möglich. Ebenso wenig, wie ich in der Mathematik nicht die Zahl 3 eliminieren kann. Sie ist für die Menschen, die noch nachbearbeitet werden müssen. Und sie haben die Chance, in mehreren Leben noch etwas wieder hinzuzugewinnen. So, und ein nicht so riesiger Anteil hat die Chance, aufzusteigen. Dann sind aber die anderen, die Negativen, hinweggerafft. Jetzt muss man das in aller Deutlichkeit sagen. Sie dürfen auf der Erde nicht mehr reinkarnieren. Sie dürfen hier nicht noch einmal herkommen, weil sie den gleichen Scheiß wieder von vorne anfangen und versuchen wieder die Menschen mit dem negativen Potenzial, was sie haben, wieder zu unterdrücken. Sie müssen auf ein anderes Sternensystem mit ihrer Seele versetzt werden, wo noch eine geringe Entwicklungsstufe besitzt.
So, und hier kommt mein humoristischer, satirischer Aspekt ins Spiel, wo ich dann immer sage, ich hoffe, dass sie dort mit Turnschuhen reinkarnieren, damit sie schneller vor Sauriern wegrennen können. Das ist natürlich nur Sarkasmus. Aber wer wie Klaus Schwab und andere glauben, sie können uns Menschen hier strapazieren, unterdrücken und kaputt spielen, die haben ausgedient für die Zukunft. Sie werden noch heulen, wenn sie merken, wo sie dann gelandet sind. Und ich sage, diese Aussage des Schöpfergottes mir gegenüber hat mir viel Optimismus gegeben. Und bis zum Jahr 2030 werden noch gewaltige Dinge passieren. Gewaltige. Und jetzt ist erstmal eine Epoche dran, wo starke Naturkatastrophen kommen werden. Und das haben unsere Wissenschaftler auch nicht verstanden. Da gibt es mehrere Gründe. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, im nächsten Jahr, dieses Jahr schon begonnen, Wasser. Wasser ohne Grenzen. Unmengen. In vielen Ländern Überschwemmung. Hat damit was zu tun, dass der Erdkern aufgeheizt wird durch kosmische Felder. Und die Erde hat bekanntlich keinen Schornstein, wird also Energie abgeben müssen über den Erdmantel. Und dort liegen die Gründe, warum es wärmer wird, warum die Meere mehr Wasser verdunsten, viel mehr Wasser und warum viel mehr Regen von oben runter kann. Kommen kann. Das ist aber alles nur ein Bruchteil der ganzen Geschichte. So, damit komme ich jetzt zum Schluss. Es sei denn, es sind von euch noch Fragen. Danke, Herr Axel Klitzke.